Das erste Thema ist natürlich das Thema Effizienz. Weil ein Versicherer will natürlich effizienter werden und Effizienz bedeutet bessere Qualität und auch niedrigere Preise. Und wir haben uns beschäftigt im ersten Schritt zum Beispiel mit der Standardisierung von Prozessen. Wenn Sie Prozesse standardisieren, dann können Sie Prozesse auslagern, zum Beispiel nach Indien. Und wenn Sie Prozesse ausgelagert haben, dann können Sie sie natürlich, wenn Sie sowieso schon ordentlich strukturiert haben und ordentlich standardisiert haben, können Sie diese Prozesse auch zum Beispiel automatisieren durch Robotics. Ja. Robotics ist letztendlich ein Thema, was man anwenden kann, um bestehende Prozesse durch eine Maschine zu ersetzen. Was dann darüber hinaus kommt nachher, wenn das Thema Robotics abgeschlossen ist, ist zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz, dass man zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz versucht, nicht bestehende Prozesse zu digitalisieren, sondern seine Arbeit komplett anders zu machen und darüber nachzudenken, wie kann denn die Maschine in Zukunft die Arbeit machen und sie vielleicht ganz anders erledigen, als wir sie bisher getan haben. Ein wichtiges Thema für den Versicherer ist natürlich, mit den Daten, die er hat, besser umzugehen. Einfach den riesen Datenfundus, den ein Versicherer hat, auf neue Art zu analysieren und Rückschlüsse zu ziehen, die er bisher gar nicht gezogen hat.